Wir befinden uns in der Stadtgärtnerei Zürich im Eingangsbereich der Ausstellung «Bäume in der Stadt». Mit dieser Ausstellung geben wir einen Einblick zu den verschiedensten Themen von Stadtbäumen. Was sind ihre Eigenschaften, was sind ihre Leistungen und wie geht die Stadt Zürich mit den verschiedensten Herausforderungen zu Stadtbäumen um? Wir haben 22'000 Strassenbäume in der Stadt und über 40'000 Bäume in den Anlagen. Auf Privatfläche gibt es gerade noch mal so viel. Also wir gehen von 110'000 Bäumen aus auf Stadtgebiet. Seit der Mensch Städte baut, pflanzt er drin auch Bäume. Denn Bäume spenden Schatten und sorgen für genug Luftfeuchtigkeit. Sie filtern Schadstoff und sie produzieren Sauerstoff. Vor allem die grossen alten Bäume sind Lebensraum für unzählige Tierarten. Die Stadtbäume sind ein Kulturgut und sie inspirieren uns. Sie tragen zu unserem Wohlbefinden bei und sie prägen unser Stadtbild. Kommen Sie mit! Wenn wir an Baum denken, dann meinen wir meistens das, was man von ihm über der Erde sieht. Wie es ihm aber geht, hängt im Wesentlichen von seinem Wurzelraum ab. Kann sich die Wurzel so entfalten und so gross werden wie seine Krone? Sie sehen, was alles um den Stadtbaum passiert. Der Stadtbaum hat völlig andere Bedingungen wie ein Baum im Wald. Er ist nicht in einer natürlichen Umgebung. Ist er einmal geschädigt, ist das Eintrittspforte für Schädling und Pilz. Der Stadtbaum steht unter Druck. Da sind wir im mittleren Teil der Ausstellung, wo man 10 Baumarten vorstellt, die exemplarisch stehen für alle Stadtbäume. Gehen wir doch gerade mal zur Platane. In Zürich haben wir über 3'000 Platanen. Es ist eine der häufigsten und auch der allergrössten Baumarten. Platanen bezaubern durch ihre silbergraue Borke und die ausladende Krone. Im Osmanischen Reich haben Platanen Gebäude der Obrigkeit geschmückt. Sie waren Symbol für Grösse, für Dauerhaftigkeit und für Souveränität. Aber Platane ist noch viel mehr. Sie ist nämlich eine effiziente Klimamaschine. Und wie jeder Baum verdunstet sie Wasser und spendet Schatten. Und mit ihren grossen, ausladenden Kronen und ihren Ästen und dem grossen Blatt ist sie ein richtiger Kühlchampion. Eine Platane von 50 Jahren kann je nach Standort bis zu 500 Liter Wasser am Tag verdunsten und dadurch ihre Umgebung um mehrere Grad Celsius kühlen. Machen wir gerade ein Beispiel zwischen dem Münsterhof und dem Stadelhofenplatz. Auf dem Stadelhofenplatz hat es 14 grosskronige Platanen. Der Münsterhof ist baumlos. Im Sommer, bei einer allgemeinen Lufttemperatur von 30 Grad, ist es auf dem Stadelhofenplatz ca. 24 Grad und auf dem baumlosen Münsterhof gefühlte 38 Grad durch die Abstrahlung vom Boden, von der Pflasterung und von allen Gebäuden rundherum. Bei der Überlegung, wie die Hitze als Folge des Klimawandels in unseren Städten gemildert werden kann, spielen die Bäume eine grosse Rolle. Die Zürcher Innenstadt hat mehrere Hitzeinseln. Ein grosser Baum oder mehrere kleine Bäume können die Umgebung schon um einige Grad kühler machen. Die Linde gehört einfach zu Zürich und sie prägt unser Stadtbild. Der Lindenhof ist die älteste Grünanlage in der Stadt. 1422 ist zuerst mal erwähnt worden, dass der Lindenhof mit 52 Linden bepflanzt ist.
Die Bevölkerung hat sich unter den Linden getroffen, um gesellige Zusammensein, zu politischen Versammlungen. Und 1865 hat ein riesiger Sturm einen immensen Schaden angerichtet. Nachher sind alles andere Bäume gepflanzt worden, nur keine Linden. Bei der Bevölkerung war das null Akzeptanz. Heute sind auf dem Lindenhof wieder 55 Linden. Und erinnern Sie sich an den Duft an der Bahnhofstrasse im Juni. Die Bahnhofstrasse ist schon, wo sie gebaut wurde, 1865 mit Linden bepflanzt worden. Und 2013, bei der Erneuerung der Bahnhofstrasse, wo man die Tramgleise erneuert hat, hat man Winterlinden anstelle von Sommerlinden gepflanzt. Die Winterlinde ist robuster und kommt mit dem Klimawandel und dem städtischen Raum besser zurecht. Jetzt sind wir bei der Rosskastanie. Sie ist ein typischer Biergarten und Alleebaum. Seit 1907 ist das Buschänzli ein Biergarten und gehört mit 700 Plätzen zu den ganz grossen Gartenwirtschaften von Europa. Kastanienallee haben wir an der Stauffacherstrasse, am Neumühle gegeben, am Sihl gegeben. Und die Tradition vom ausgehenden 19. Jahrhundert wird damit fortgeführt. Die Rosskastanie ist aber auch enorm unter Druck durch Schädlinge und Krankheiten. Der bekannteste Schädling ist die Rosskastanie Miniermutter. Viele Kastanien werden im August schon braun. Darum hat die Grünstadt Zürich vor 3 Jahren angefangen, Maisenischkästen am Silge und am Neumühlege aufzuhängen. Miniermutter sind ein gefundenes Fressen für die Meisen. Denn die Meisen tragen für ihre Junge bis 10'000 Futterportionen ins Nest. Und so werden die Miniermutter auf natürliche Art und Weise dezimiert. Das waren 3 von 10 Baumarten. Und zu jeder Baumart zeigen wir die verschiedensten passenden Themen. Und jetzt kommen wir zum Arbeitsalltag von Grünstadt Zürich im Zusammenhang mit den Bäumen. Dazu gehört nämlich das Planen, das Pflanzen, das Pflegen und das Schützen. Jeder Baum hat auch seine Stärken und Schwächen. Wir zeigen das anhand des Baumrads mit unseren 10 ausgestellten Bäumen. Zum Beispiel können die Bäume lange Trockenperioden überstehen oder ertragen sie mehrere Frosttage. Fördern sie Biodiversität und Deiche zum Beispiel ist der wichtigste Baum in der Stadt für die Biodiversität. Es gehen nämlich über 1'000 Insekten auf Deiche, Dutzende von Vogelarten, Eichhörnchen, Mäuse, aber auch natürlich grössere Tiere wie Hirsch, Reh und Wildsäu ernähren sich von den Eicheln. Dazu kommt, dass sehr viele Pilze und Flechten und Moos auf den Eichen sind. Im dritten Teil widmen wir mit uns der Zukunft der Stadtbäume. Da gibt es nämlich 4 Entwicklungen. Das ist der Rückgang der Biodiversität, die Verdichtung der Stadt, der spürbare Klimawandel, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und damit ist Diskussion und Debatte eröffnet. Kommen Sie doch alle in die Ausstellung «Bäume in der Stadt». Sie erfahren da ganz viel zu dem spannenden Thema der Stadtbäume.